Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich diese Preisträgerversammlung am heutigen Nachmittag hier eröffnen kann. Es ist eine wunderbare Situation, dass wir wieder halb öffentlich zusammen sein können. Ich begrüße hier im Raum die Preisträgerin und die Preisträger mit ihren Partnerinnen, mit ihren Partnern. Ich begrüße die Preisstifterin, die Preisstifter, die Vertreter. Ich nenne hier namentlich Frau Dr. Silke Wagner von der Freudenberg-Gruppe und dann alphabetisch Herrn Dr. Kurt Bock als Vertreter des Fördervereins, Herrn Dr. Manfred Fuchs als Preisstifter und Herrn Professor Herbert Paschen als Vertreter der Witzenmann-Gruppe, die uns seit langer Zeit hier sehr konstruktiv begleiten, die uns Geld anvertrauen, das wir dann wieder für die Förderung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in einem früheren Karrierestadium verwenden können. Ich möchte ganz herzlich begrüßen die vielen Kolleginnen und Kollegen unserer Akademie und die vielen Interessierten, die jetzt durch den Livestream in dieser guten Stunde bei uns sein können. Als Zeichen der Wegbegleitung, der Verbundenheit mit der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Wir leben unter besonderen Bedingungen. Wir alle hier im Raum, das will ich ausdrücklich betonen, haben die Regeln, die gelten, die sogenannten AHA-Regeln oder die 3G-Regeln, getestet, geimpft, gesundet, beachtet. Und so können wir hier in einer kleinen Gruppe zusammen sein. Die Menschen, die uns von außerhalb heute zusehen, haben in einem Drohnenanflug ein Gefühl bekommen, wie man das Gebäude der Heidelberger Akademie der Wissenschaften von außen betritt. Ich darf Ihnen versichern, dass wir es heute festlich geschmückt haben mit der Europafahne, mit der Bundesfahne und mit der Fahne des Landes Baden-Württemberg, so wie wir das bei unseren großen Plenarversammlungen tun, um zu zeigen, die Heidelberger Akademie der Wissenschaften trifft sich. Und das ist heute so der Fall. Ich darf auch sagen, dass wir hier in einem Raum mit großem Abstand sitzen, der aber doch mit Blumen so geschmückt ist, wie es dem Anlass angemessen ist. Eine Preisträgerin, fünf Preisträger. Es ist ein wunderbarer Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass wir hier versammelt sind. Und ich beende diese kurzen Worte der Begrüßung mit der Verbundenheit mit meinen beiden Vorstandskollegen, mit Frau Barbara Besslich, der Sekretarin der Philosophisch-Historischen Klasse, und mit Matthias Kind, dem Sekretär der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse. Sie werden jetzt uns durch diesen Nachmittag führen, die Preisträgerin, die Preisträger vorstellen. Und ich würde bitten, liebe Barbara, dass du jetzt beginnst. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, aber vielleicht auch an den Bildschirmen, liebe Preisträgerinnen, liebe Preisträger, auch ich darf Sie als Vizepräsidentin der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und als Sekretär der Philosophisch-Historischen Klasse sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Barbara Besslich und ich freue mich mit Ihnen gemeinsam auf die Vorträge der Preisträgerinnen und der Preisträger. Der Akademiepreis, mit dem wir beginnen, ist eine Auszeichnung, die der Verein zur Förderung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 1984 zum 75-jährigen Gründungsjubiläum der Heidelberger Akademie der Wissenschaften stiftete. Und er wird jährlich alternierend von der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse oder der philosophisch-historischen Klasse vergeben. Und im Jahr 2021 wird er nun von der philosophisch-historischen Klasse verliehen, und zwar an Dr. Liangming Wang von der Universität Heidelberg für eine kunsthistorische Dissertation. Liangming Wang wurde promoviert mit seiner Studie über Jesuitenerbe in Peking, Sakralbauten und transkulturelle Räume 1600 bis 1800. Die Arbeit wurde betreut von Lothar Lederose, der auch heute hier im Saal ist. Und diese Arbeit revidiert eine eurozentristische Perspektive auf die globale Baugeschichte der frühen Neuzeit. Dieser neue Blickwinkel lässt die Sakralbauten in Peking auch als chinesische Europerie,
also in Analogie zur europäischen Chinoiserie des 18. Jahrhunderts, begreiflich werden. Lieber Liaming Wang, wir freuen uns sehr auf Ihre Vorstellung. Vielen Dank, Herr Professorin Bässlich, für die Vorstellung. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Preisstifter, sehr geehrte Mitglieder des Sondierungskomitees, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr und bin zutiefst geehrt, dass meine Arbeit zur Kunst und Architektur der Peking-Jesuiten mit diesjährigen Akademiepreis ausgezeichnet wurde. Für mich ist das ein bedeutungsvoller Moment und eine große Anerkennung eines sich über 10 Jahre lang hinziehenden Forschungsprojektes. Der Preis verleiht im Forschungsfeld eines Orchideenfachs, nämlich der Kunstgeschichte Ostasiens, öffentliche Beachtung und fördert ihre Sichtbarkeit in der heute immer noch eurozentrische funktionierende Disziplin der Kunstgeschichte. Die Entstehung meines Bandes reiht sich in das hochdynamischen, von neuen überregionalen Perspektiven geprägte Profil der Heidelberger transkulturellen Forschung ein. Nach der globalen Wende in 1990er Jahren hat sich das Studium der materiellen Erbe des Jesuitenordens langsam zu einem bemerkenswerten Forschungsfeld entwickelt. Es beleuchtet die herkömmlichen abendländischen Kunstgeschichte der frühen Neuzeit mit der transkulturellen und interdisziplinären Perspektiven neu. Als Förderer der katholischen Weltexpansion intensivierten die Jesuiten Missionaren den europäischen Austausch mit Lateinamerika und Asien, insbesondere China des 17. und 18. Jahrhunderts, und inszenierten fern eine beispiellose globale Begegnung von Kunst, Wissenschaft und Kultur. Ein fehlendes Bindeglied zu Verständnis der glänzenden Jesuiten-Ära in der Kunstgeschichte Chinas ist, wie mein Band zeigt, das längste verschwundene architektonische Erbe der Pekinger Jesuiten. Nahezu allen von ihnen gebauten Kirchen und Residenzen in der imperialen Hauptstadt Chinas wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts von den Qinghof beschlagnahmt, schwer beschädigt und muss nach dem Boxenaufstand im Jahre 1900 komplett neu gebaut werden. So fuhren die nicht mehr existierende Baukuppula bis in die jüngste Zeit keine wissenschaftliche Würdigung. Konzeptionell wurden diese Bauwerke nun aus Ruinen wiedergeboren. Durch die Forschung von 3 Schlüsselbauwerke, die Südkirche Nantang, die Ostkirche Dongtang und die Nordkirche Beitang der Pekinger Jesuiten, sowie die damit verbundenen transkulturellen Räumen, wird ihre beispiellose Rolle in der globalen Dynamik die verschiedenen weltlichen Interessen, Netzwerke, Institutionen, künstlich- und kulturspezifischen Praktiken vereinte, neu bewertet. Ausgehend von den Perspektiven und Ansätzen aus der Missionswissenschaft, Soziologie, Architekturgeschichte, Heritage Studies, Wissenschaftsgeschichte und dem aufstrebenden Feld der transkulturellen Kunstgeschichte hinterfragt diese Band die Grenzen und Singularität der abendländischen Kunstgeschichte einschließlich ihrer Eurozentrismus. Die ersten 3 Kapitel konzentrieren sich auf die Frage der Historisierung, der Selbstdarstellung und der katholischen Subjektformierung, die maßgebliche zur Etablierung der Jesuitenräume als urbanen Highlights und öffentliche Kontaktzone beitrugen. Gestützt auf eine kritische Revision der Baugeschichte gilt das Interesse zunächst der Dekonstruktion eines schillenden, weit verbreiteten Jesuitenmythos, nämlich, dass der Bau der Jesuitenkirche von dem chinesischen Kaiser unterstützt wurde. Mein Argument, dass die Kaiser den Jesuiten-Ehrgeiz in der Richtung der Kirchenbauten weder finanzierte noch unterstützten, stellt die bisherige Geschichtsschreibung grundsätzlich infrage. Ganz im Gegenteil, wie ich zeigen konnte, wurde der große Teil von Jesuiten Landbesitz aus den strategischen Gründen als kaiserliche Unterstützung des Katholizismus dargestellt. Wie die nachfolgenden Kapitel verdeutlichen, gehen die Jesuiten-Propaganda, wenn ich so nennen darf, weit über die Erfindung eines Gründungsmythos hinaus. Das 2. Kapitel befasst sich mit den sozialen Dimensionen der Jesuitenarchitektur und erläutert, wie die Kirchen und Residenzen als öffentliche Denkmäler und Aufbewahrungsorte des kollektiven Gedächtnisses oder in Worten Aleida Aßmanns als Erinnerungsräume im Kontext frühneuzeitlichen Stadterkunden
Erkundungen etabliert worden. Sie fungieren in erster Linie als Landsmannschaften, städtische Orientierungspunkte oder kulturelle Stätten, als Wunderkammer sowie Erinnerungsräume mit großer öffentlicher Geltung. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Topographie und den angrenzenden Kulturmilieus lässt sich zunächst auf eine begrenzte Zugänglichkeit für ein gezieltes Publikum schließen, die zu ihrem Ruhm und Erfolg in der Öffentlichkeit beitrugen. Darunter waren vor allem Kandidaten der chinesischen Staatsprüfung und hochrangige Beamte ebenso wie die flaneuristische, reisende und ausländische Gesamte, die den Ruhm der jesuitischen Städte durch ihre Reiseschriften verbreiteten. Dabei lässt sich nicht ignorieren, dass die Jesuitenmissionaren sich vornehmlich den Erfolg und Ruf ihrer Bauten wünschten und diesen gezielt durch ihre Architektur förderten. Das dritte Kapitel hinterfragt die Grenzen ihres europäischen Bezugsrahmens und führt einen fokussierten Diskurs über die Bautypologie der Peking-Jesutenkirchen. Anstatt ein ausgeprägtes Il-Jesu-Modell, nämlich die Mutterkirche der Jesuiten in Rom, zu integrieren, wurde bei der Errichtung des Sakrabaus ein nicht-jesuitischer Typus ausgewählt. Stattdessen findet man einen geläufigen, voll freskierten Kirchenbau oder einen Barockbau-Bilderbau, in Worten des ehemaligen Heidelberger Konsultorikers David Ganz, mit einem in die Länge reduzierten Langhaus und einem vergrößerten Pseudo-Vierung. Es verfolgt den Primärzweck, dass dieser Bilderbau als architektonischer Rahmen und neutrale Handlungsraum illusionistische Malerei dienen sollte. Der gezielte Wahl des Bautypus ist aber, wie ich zeigen konnte, nur im Kontext des intensiven Wettbewerbs zwischen den portugiesischen und französischen Jesuitenmissionaren in Peking sowie den dahinterstehenden säkularen Mächten verständlich. Dieser Wettbewerb ist ferner ein Schlüssel zum Verständnis der Wahl identitätsstiftender architektonischer Komponente oder Module im Sinne von Lothar Lederose im Hinblick auf ihren Machtmechanismus innerhalb der Gesellschaft Jesu. Die letzten zwei Kapitel setzen sich konzentriert mit der Verschränkung der Jesutenarchitektur und der kaiserlichen transkulturellen Räume sowie der Rolle ihrer Gartenanlage in der globalen Dynamik gartenbaulicher und hydraulischer Praktiken auseinander. Dies geschieht durch die Untersuchung ihrer Funktionen als begehbare synästhetische Erfahrungsräume, experimentelle Räume künstlicher Verflechtungen und als Orte fruchtbarer Wissensbegegnungen. Solche Städte waren das fehlende Bindglied zwischen der christlich-jesuitischen Kunst, der europäischen Renaissance-Kultur und den Wissenspraktiken des chinesischen Kaiserhofes. Anhand von ausgewählten Fallstudien an Hof des Kaisers Qianlong, vom Palasträumen mit eigenem Bezug über politische Verhandlungsräume bis hin zu persönlichen Repräsentationsräumen des Kaisers, wird veranschaulicht, wie die ästhetischen und intellektuellen Implikationen der europäischen Renaissance zum Zweck der politischen Propaganda des Qing-Reiches sowie die Subjektformierung der elitären Chinesen instrumentalisiert wurde. Die Illusion der Guadalatula, nämlich die illusionistischen ausgemalten Deckenfresken, wird zum Teil des schillernden chinesischen Palastinterieurs. Sie diente als Beweis des chinesischen Zugriffs auf die Version eines technisch fortgeschrittenen anderen. Der gewaltige Altarbau der Jesuiten wurde zum rau definierenden Wandschirm sowie zu einem Herrschaftsgestus. Der Sala del Cavalli in Mantua, nämlich der Pferdesaal, wurde zum transkulturellen Monument des Kaisers Qianlong, in dem die neu etablierten Weltordnung zum Ausdruck gebracht wurde. Nicht zuletzt vermischen sich die Nutzung der europäischen Wasserspiele mit den buddhistischen und taoistischen Visionen und wurde zum einen wesentlicher Bestandteil der politischen Landschaft der Qing-Reiches. Als der französische Physiokrat namens Henri-Jean-Baptiste Bertrand sich noch um den Aufbau eines chinesischen Gartens in Chatou in der Nähe von Paris bemüht, der mit den Gärten seiner Zeitgenossen konkurrieren sein sollte, genoss Kaiser Qianlong bereits einen authentischen Blick über Europa. Dieser privilegierte Blick, zu dem weniger eine stilorientierte Zeitgeschmack als eine kulturhegemonische Selbstprojektion gehörte, wurde in meinem Band unter einem Europierie subsumiert, als Pendant zu Chinoiserie, deren Grundstein allerdings bereits 1601 bei der Gründung der ersten Jesuitenresidenz in Peking gelegt worden war. Anhand einer Vielzahl kürzlicher freigelegter Bilder und Quellen gibt diesem Band einen gründlichen Einblick in die globale Verschränkung von Kunst, Architektur eines historischen, durchaus bedeutenden Klerikordens
und trägt maßgeblich zur aktuellen Debatte der transkulturellen Kunstgeschichte bei. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Matthias Kind, der Dritte im Bunde aus dem Präsidium. Meine Aufgabe ist es nun, Ihnen den Karl-Freudenberg-Preisträger vorzustellen. Der Karl-Freudenberg-Preis wurde gestiftet zum 100. Geburtstag von Karl Freudenberg und zwar von der Freudenberg-Gruppe. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird an herausragende Arbeiten der Naturwissenschaften, insbesondere Chemie und Biologie, vergeben. Und der diesjährige Preisträger ist Dr. Ying Yan. Mr. Yan has studied in China cell biology in Shandong, and after his studies he came to Heidelberg to the Institute of Neurobiology. And there he did his research on neurodegenerative diseases. This is like an Alzheimer's disease, for instance, a very harmful and bad disease. We all know about this. He worked on this research on two fields. First, he did fundamental research. And by this fundamental research, he detected reasons for this neurodegenerative disease. And second, he then searched for molecules that could inhibit this toxic behavior of this other compounds that are the cause of this neurodegenerative disease. And these small molecules have a great potential for the future of fighting against this disease. Yeah? And I would like to shortly tell from the reports about the proposal of that you should get the prize. It's a research of großer klinischer Bedeutung. And that's actually what you are doing. You are told me just right now that you are having started with a startup to bring this new idea into life and to develop a drug upon your ideas. And please, Mr. Yan. So first, thanks very much to Professor Dr. Kind for your nice introduction. And I'm really happy that I can introduce my work when I got the prize. So first, I studied biology in China a few years ago. And before I came to Heidelberg University to continue my research. And the reason why I choose neurobiology is because I got to know about the disease Alzheimer's. So this is a disease that we will forget about things, forget the one we love, we forgot what happened in our life, and we forgot important things. So why do we forget this? Why can't we remember them anymore? Why can't we remember the one we love anymore? That's because in the Alzheimer's disease, we lost the important cells in our brain, which are called neurons. So in our brain, in total, we have over 86 billion of them that are called neurons, and each of them establish like thousands of connections with other neurons. So this connection enables the information are passing from one cell to another cell, and that's why I can talk here, and that's why you can listen and sit in there. So basically, the neurons that we have defines who we are and decides what we think and
and what we do normally the brain activity. So why in this disease the neurons start to die? Let's start talking about the connection between neurons. So the connections between neurons, they have a specific name called synapse. In synapse, there's a protein called MDAR, which I was research on. So these receptors enables the message to get from one neuron passed to another. So that will build our memories and enable us to talk and think. So, but also, these MDAR, they are good for the survival of our neuron and for the memory formation, so they are good. But in neurodegenerative disease, like in Alzheimer's, they can be harmful. So they suddenly become the bad guys. So why? That's why I came to Professor Bardeen's lab, and then we continue to research why they are. So neuroscientists have studied this for over 50 years, and we want to try to find out why those MDA are outside of the synapse can be toxic. So because scientists have developed over 50 kinds of MDA blockers, which can actually block the cell death in this neurodegenerative disease. But why can we use that in humans? That's because they are also good. And if we block the bad side, we also strip off the good side. So my research is basically on discover why they can be both good and be bad. So, and we want to strip off the bad effects and keep the good ones. So in summary, we have discovered the mechanism why the MDAR can be both good and bad. That's because in synapse, in the neuronal connection points, they are alone and they can function as the good guys. But outside of the synapse, the MDAR has its evil partner, which we call TRPM4. So basically, MDAR and TRPM4, they form a death complex. In normal healthy people, they are silent and they are there. But in neurodegenerative disease, like in stroke and Alzheimer's, this complex will get activated, and then they start killing our neurons. Once we have enough loss of our neurons, then we start to forget who we are, and we forget the ones that we love. So in my research, we have discovered this mechanism. We know this death complex, and next step, we try to stop this complex by discovering the so-called NT-interface inhibitors. So we have developed those inhibitors, and we applied them to animals, and we try to see if this can block the neuronal death. So in a stroke model in mice, we have applied these NT-interface inhibitors to mouse, and we found these drugs can prevent the stroke-induced brain damage. So in summary, that our research has discovered why our neuron cells start to die in neurodegenerative disease, and we develop a therapeutic strategies to stop this from happening. So hopefully one day we can use this knowledge and to develop the potent neuroprotections to against neurodegenerative disease in humans. Yeah, thanks. Als nächstes kommen wir zum Walter-Witzmann-Preis, ein Preis, der auch ebenfalls jährlich vergeben wird. Angesichts der großen Bedeutung kultur- und sozialwissenschaftlicher Forschung stiftete die Firma Witzmann GmbH dankenswerterweise 1997 diesen Preis zur Förderung junger Forscherinnen und Forscher in Baden-Württemberg. Ausgezeichnet werden hier Arbeiten, die sich wichtigen gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen oder den Möglichkeiten und den Auswirkungen technologischer Transformation widmen und bei historischen Arbeiten den Bezug zur Gegenwart erkennen lassen. Und in diesem Jahr geht der Preis nach Tübingen und er wird verliehen an Daniel Rothenburg. Daniel Rothenburg ist Historiker. Und er hat eine umweltgeschichtliche Dissertation vorgelegt, die sich ökologischen, aber auch sozialen Problemen im Australien des 20. und 21. Jahrhunderts widmet. Diese in einem
vorzüglich in Englisch verfasste Arbeit wurde betreut von Ewald Frie und zeigt sehr genau, wie Umweltbedingungen und menschliches Handeln sich in ja fataler Weise gegenseitig beeinflussen können. Too much water. Eine exzessive Verwendung von zu viel Wasser führte in Australien zu einer Versalzung der Böden und dies wiederum provozierte gesellschaftliche Verteilungskonflikte um natürliche Ressourcen, die Sie untersucht haben. Herr Rothenburg, wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich riesig über diese Auszeichnung gefreut und es ist wunderbar, dass ich Ihnen diese Arbeit heute vorstellen darf. Also vielen Dank und danke auch für die freundliche Einleitung. Deswegen würde ich Ihnen gern so die Kernpunkte dieser Dissertation vorstellen. Und ich komme nochmal auf diesen Titel zurück, This heißt Too Much Water. Das ist kein gemeiner Scherz auf Kosten Australiens als der trockenste bewohnte Kontinent, sondern das ist der Kern des Problems, nämlich, und Sie haben es schon angerissen, worum meine Diss kreist, ist das Problem, die Konsequenzen der Zuführung von exzessiven Mengen Wasser in ein Ökosystem, das auf Wasserarmut ausgerichtet ist. Oder ein bisschen breiter gesprochen, in dieser Diss geht es darum, es geht um den Nexus von natürlicher Umwelt und menschlicher Gesellschaft und wie die sich gegenseitig beeinflussen. Beim Untertitel wird es schon ein bisschen konkreter. Irrigation, Salinity and Communities in the Murray-Darling Basin, Australia and Environmental History. Also es geht um die sozialen, politischen und ökologischen Auswirkungen der Versalzung der Böden und des Wassers auf die intensivste Agrarregion in Australien, nämlich den sogenannten Goulburn Mary Irrigation District. Das ist im Südwesten und das liegt im Kernland der australischen Landwirtschaft, nämlich im Murray-Darling Becken im Südosten des Kontinents. Konkret habe ich mir zwei Regionen angeschaut, nämlich Kerrang und Shepparton, die benachbart sind, die verbunden sind durch den Murray, das ist der wichtigste Fluss in Australien. Also wir sind hier mitten im Geschehen eigentlich. Ganz kurz, dieses Murray-Darling-Becken wurde im 20. Jahrhundert zur hochintensiven Agrarregion umgestaltet. Das Mittel dazu war die massenhafte Mobilisierung von Wasser durch Staudämme, Stauseen, Flussumleitungen. In groß angesiedelten Besiedlungsprojekten wurden Menschen mit dem Versprechen auf einen eigenen Hof, auf ein gutes Leben und sichere Wasserversorgung aufs Land gelockt. Das war auch Ausdruck des politischen Imperativs, dass dieser Kontinent von Weißen besiedelt werden müsse. Also es war eine Art Anspruch zu erheben, diese Art von der Siedlung. Und es war auch ein utopisches Nation-Building-Projekt für Wohlstand, für eine sichere Nahrungsmittelversorgung. Und es war getragen für den Optimismus auf die schierbar grenzenlosen Möglichkeiten der wissenschaftlich-technischen Naturbeherrschung, mit der die australische Natur und ihre erratischen Launen gezähmt werden sollten. Und die Konsequenz, auch das ist schon angeklungen, zeigte sich sehr früh, nämlich die Versalzung der Böden und des Wassers, ausgelöst durch großflächige Entwaldung und die Zuführung von riesigen Mengen Wasser. Dadurch wurden sedimentierte Salze im Gestein mobilisiert, die Grundwasserspiegel stiegen an, dieses Salz kam an die Oberfläche, das vergiftete die Pflanzen und die Ernten wurden dramatisch verringert. 1987 galt Versalzung in Australien als das größte Umweltproblem eben überhaupt. Ich bezeichne diese Entwicklung in meiner Diss als eine Slow Catastrophe, also eine Katastrophe, die langsam, die schleichend vonstatten geht. Die produziert keine dramatischen Events oder spektakuläre Bilder, aber die Auswirkungen sind eben umso profunder. Also, und das macht natürlich dieses Problem auch noch viel, viel trickreicher, um damit umzugehen. Worüber ich konkret geschrieben habe, ist, wie hat dieses Problem die ländlichen Gemeinden in dieser Region eigentlich verändert? Dieses existenziell bedrohliche Umweltproblem. Das habe ich vor allem in der Zeit von 1945 bis 1994 untersucht, aber die Konsequenzen sehen wir bis heute auf jeden Fall. Und ich würde Ihnen gerne ganz kurz in vier Schlaglichtern die zentralen Befunde aus dieser Arbeit vorstellen. Erstens Ressourcenkonflikte, und zwar zwischen Kerrang, flussabwärts, und Shepparton, flussaufwärts, entstanden Konflikte über die Nutzung des Flusses. Worum ging es dabei? Es ging um Rechte, den Fluss mit salinen Abwassern zu verschmutzen.
Es ging andererseits um das Trinkwasser der Millionenstadt Adelaide, die ganz am Ende dieses Flusses liegt und auch davon betroffen war. Ja, und es gab einen erbitterten Streit darüber, wer eigentlich für dieses Problem verantwortlich ist, wer die Konsequenzen tragen muss und wer dafür bezahlen soll. Also Ressourcenkonflikte. Zweitens, soziale und ökologische Degradation. Die Menschen in dieser Gegend lebten in einer zunehmend degradierenden Umwelt. Das bedeutete für sie große Unsicherheit, Existenzängste und Stress wegen der ständigen Angst, das Auskommen durch die Landwirtschaft oder vielleicht sogar den Hof selber zu verlieren. In kleineren Orten kann man sehen, dass sich sogar die soziale Kohäsion aufgelöst hat, weil vor allem junge Menschen abgewandert sind. Auf der Umweltseite können wir sehen, dass viele Frischwasserseen und Flüsse von artenreichen Lebensräumen zu hypersalinen Gewässern wurden oder eben auch zu Evaporationsbecken für salines Abwasser, weil das saline Abwasser eben irgendwo hin musste. Bäume, Fische und Wasservögel starben im großen Ausmaß und an ihre Stelle trat eben salztolerante Vegetation. Also wir haben eine Dualität von sozialen und ökologischen Veränderungen hier. Drittens, Aktivismus. Die Menschen blieben nämlich überhaupt nicht passiv, keinesfalls, sondern die Menschen in dieser Gegend haben sich organisiert. Ich habe diese Gruppen Salinity Action Groups genannt, vor allem in den Zentren Kerrang und Shepparton. Dort wurde angeführt von charismatischen lokalen Persönlichkeiten, wurden Lobbyorganisationen geschaffen, wenn man so will. Die haben sich eingesetzt für die Finanzierung von Gegenmaßnahmen und sie haben sich wirklich auch Verdienste um die Herstellung von, was man Umweltbewusstsein nennen könnte, geschaffen. Also in diesen ländlichen Gemeinden. Sie haben Bäume gepflanzt und vielleicht auch ganz entscheidend, sie haben nach Möglichkeiten gesucht, wie man unter diesen ökologischen Bedingungen nachhaltige Landwirtschaft betreiben kann. Also das ist die andere Seite. Und viertens, auf einer übergeordneten Level können wir sowas wie einen Reformkatalysator sehen durch dieses Umweltproblem, nämlich in den 1970ern war es noch so, dass versucht wurde, dieses Versalzungsproblem mit groß angelegten technischen Lösungen zu bewältigen. Das scheitert aber und man sieht eben einen interessanten Umschlag, nämlich dass ab den 1980ern haben diese Planerinnen und Planer versucht, stattdessen marktwirtschaftliche Lösungen in Stellung zu bringen. Also der neue Mechanismus war die Bepreisung des Wassers, sprich, wir haben hier einen Einfluss des neoliberalen Denkens, aber auch des Nachhaltigkeitsdenkens, die hier zusammen eingesetzt wurden. Und zwar wie? Nämlich Wasser, das vorher ein öffentliches Gut mit unbegrenzter Verfügbarkeit war, wurde kommodifiziert. Wasser wurde zu einer Ware mit der Vorstellung, dass man so den Zugang und den Verbrauch von Wasser sinnvoller und effizienter steuern kann. Nebenprodukt. Landwirtschaft wurde von einer Unternehmung im Sinne des Nation Building zu einer Geschäftstätigkeit, die effizient, profitabel und nachhaltig zu sein hatte. Ganz kurzer Blick in die Gegenwart. Heute gilt Versalzung in Australien als Problem von gestern. Das liegt einerseits an der sogenannten Millennium Drought, also die Jahrtausenddürre, die von 1996 bis 2010 war. Andererseits liegt es eben an diesen Maßnahmen, die ich Ihnen gerade skizziert habe, die seit den 1960ern eingesetzt wurden. Also wir haben heute sehr viel effizientere Bewässerung. Aber eben ist es auch so, dass einfach viele Bauernfamilien zur Aufgabe gezwungen wurden. Also es ist durchaus eine zweiseitige Angelegenheit, würde ich sagen. In jedem Fall ist es so, und das vielleicht nochmal zur Gegenwartsrelevanz dieser Arbeit, dass das größte Umweltproblem in Australien heute nicht mehr Versalzung ist, sondern es ist, Sie haben es erraten, der Klimawandel. Und am Mittwoch war in Tübingen ein furchtbares Unwetter und das war für mich wieder so ein Ausrufezeichen, dass wir heute eben schon die Veränderung unserer Lebenswelt durch anthropogenen Klimawandel merken. Wir wissen aber auch, dass wir gerade erst am Anfang dieser Entwicklungen stehen. Und vor diesem Hintergrund denke ich, dass es umso wichtiger ist zu wissen, wie von Menschen verursachte Umweltveränderungen in der Vergangenheit auf uns gewirkt haben, weil wir wissen, dass die Anpassung daran die größte Aufgabe ist, die wir in der Zukunft haben. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir fahren fort mit dem Ökologiepreis der Viktor und Sigrid Dulger Stiftung. Dieser Preis prämiert wissenschaftliche Arbeiten
aus den Geistes-, Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften, die sich mit Umweltproblemen und deren Lösung befasst und ist auch mit 10.000 Euro dotiert. Dies Jahr geht der Preis an Herrn Dr. Matthias Künzel. Dr. Künzel arbeitet und hat seine Forschung durchgeführt am Helmholtz-Institut in Ulm, ein Institut, das zum KIT in Karlsruhe gehört. Sie haben, bevor Sie dort Ihre Forschung begonnen haben, Molecular Nanoscience studiert, ein Fach, das sicherlich eines der neuen Fächer ist und das Sie aber wohl befähigt hat, diese Forschung durchzuführen, weswegen Sie hier ausgezeichnet wurden oder ausgezeichnet werden natürlich. Es dreht sich bei Ihnen um die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien. Das sind natürlich Geräte, die in aller Munde sind. Und wir alle wissen, die stellen einen wesentlichen Kostenfaktor in der E-Mobilität beispielsweise dar. Sie haben eine große Bedeutung in Ihrem Ressourcenverbrauch auch. Das Lithium, das Kobalt, was da vielleicht drin ist, muss irgendwo herkommen. Von daher ist es besonders wichtig, dass solche Batterien gut rezyklierbar sind. Und eine der Problematiken bei der Rezyklierung von solchen Batterien sind die Materialien, die neben diesen eigentlichen Stoffen enthalten sind. Das ist zum Beispiel toxisches NMP, wird bei der Prozessierung von diesen Batterien eingesetzt und macht natürlich Probleme bei der Wiederaufarbeitung. Und genau dort setzt Ihre Arbeit an. Sie haben einen wasserbasierten Prozess entwickelt zur Herstellung von den Kathoden und Anoden. Und dafür werden Sie ausgezeichnet. Sie haben diese Arbeit, die sehr weit gediehen ist und sehr hervorragende Fortschritte gebracht hat, in nur 3 Jahren Promotionszeit erreicht. Das ist bemerkenswert und dazu gratuliere ich Ihnen herzlich. Sie haben über Ihre Arbeit umfassend publiziert. Eine große, lange Publikationsliste, die sehr beeindruckend ist, auch in sehr hochrangigen Journalen. Bitte schön, Herr Künzel. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Professor Kind, für die sehr nette und freundliche Einführung. Und bevor ich jetzt gleich beginne, ganz viel über mich und meine Arbeit zu sprechen, möchte ich mich echt ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken für diese großartige Auszeichnung. Es hat mich wirklich wahnsinnig gefreut und besonders die Anerkennung, die der Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft damit zugutekommt. Neben den Stiftern von der Viktor und Sigrid Dulger Stiftung und natürlich der Heidelberger Akademie der Wissenschaften möchte ich auch mich ganz besonders bei meinen persönlichen und wissenschaftlichen Mentoren, Professor Stefano Passerini und Dr. Dominik Bresser am HIU bedanken. Und auch wenn die heute leider nicht dabei sein können, haben die mich in den letzten 5 Jahren sehr intensiv begleitet und immer wieder meiner Entwicklung beigetragen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Der größte Dank gilt natürlich meinen Freunden und meiner Familie, allen voran meinen Eltern und meiner Freundin Ingwei, die mir die letzten Jahre immer den Rücken freigehalten haben und mich durch jedes kleinere und größere Tief begleitet haben. Und glauben Sie mir, auch wenn es nur 3 Jahre Promotionszeit waren, davon gibt es einige. Ganz besonderer Dank eben auch an meine Eltern, dass sie mir das Studium ermöglicht haben. Und Sie haben es gerade schon angesprochen. Ich konnte in Erlangen Molecular Nanoscience studieren. Und ich glaube, meine Eltern wissen bis heute nicht so genau, was da eigentlich dahinter steckt. Irgendwas mit Chemie halt und wahrscheinlich sehr kleinen Dingen. Aber eigentlich liegen sie damit auch gar nicht so falsch. Also das ist auch tatsächlich das, was ich mache. Und die Begeisterung für die Elektrochemie hat einen ganz besonderen Dozent für mich geweckt, der richtig viel Herzblut in unsere Ausbildung gesteckt hat und da mit voller Sache dabei war und in einer sehr kleinen Gruppe uns unterrichtet hat. Und das hat so den Funken entfacht, der dann nie wieder ausgegangen ist. Ich war dann im Master eine Zeit lang in Australien für ein Forschungspraktikum, wo ich das erste Mal an Polymerelektrolyten geforscht habe.
um die Elektrochemie dann ein bisschen weiter zu vertiefen. Und nach meiner Rückkehr nach Deutschland habe ich über den Umweg bei der Robert Bosch GmbH, wo ich meine Masterarbeit zu Lithium-Ionen-Batterien verfasst habe, dann ans Helmholtz-Institut nach Ulm gefunden, wo es um elektrochemische Energiespeicherung geht. Seither forsche ich auch am Helmholtz-Institut in Ulm an nachhaltigen Materialien für Lithium-Ionen-Batterien. Und an der Stelle vielleicht ein kurzes Wort zu den Lithium-Batterien. Also die haben wahrscheinlich die letzten Jahre über wie keine zweite technologische Entwicklung unser Leben und unsere Gesellschaft beeinflusst. Und nicht zuletzt deswegen gab es wahrscheinlich auch vor 2 Jahren für 3 von den Urvätern der Lithium-Ionen-Batterie den Nobelpreis in Chemie, was mich natürlich riesig gefreut hat. Das war 2 Monate, bevor ich meine Dissertation abgegeben habe und nochmal so einen richtigen Motivationsschub gegeben hat. Die Lithium-Ionen-Batterie verspricht uns die vollständige Dekarbonisierung der Mobilität. Aber damit dieses Versprechen am Ende wirklich aufgeht, müssen natürlich die ganzen Prozesse in dem Zusammenhang deutlich nachhaltiger werden. Und das ist eine der größten Herausforderungen, also die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien. Kurz zur Funktionsweise einer Lithium-Ionen-Batterie. Also es gibt 3 Hauptkomponenten. Einmal die negative Elektrode, die Anode, die positive Elektrode oder die Kathode und dazwischen den Elektrolyten, der die Lithium-Ionen von einer Seite auf die andere transportiert. Und in die eine Richtung kostet uns das Energie, die wir dann da in der Batterie speichern können. Und wenn die Ionen zurückkommen von der Anode zur Kathode, dann wird die Energie wieder frei. Die Anodenmaterialien, das ist ein ganz banales Material, Graphit, wie es auch im jedem Bleistift drin sein kann zum Beispiel, aber die Kathodenmaterialien sind wesentlich komplexer und da gibt es eine ganze Vielzahl an verschiedenen Materialien und da gibt es nachhaltigere und weniger nachhaltigere und kostengünstigere und weniger kostengünstigere, aber wie es meistens so ist, die günstigeren Materialien sind die schlechteren für die Umwelt. Das Ziel meiner Dissertation war es daher, eine nachhaltige Alternative zum Stand der Technik für die Lithium-Ionen-Batterien zu schaffen und eben im Speziellen auf der Kathodenseite, wo es die größten Probleme zu lösen gab. Ich habe mich deswegen mit 2 wesentlichen Themen befasst. Einmal mit einem kobaltfreien Kathodenmaterial. Kobalt wollen wir unbedingt vermeiden, weil es nicht nur teuer, giftig und sehr selten ist, sondern vor allem auch, weil es in politisch kritischen Regionen unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut wird. Und der 2. große Punkt, mit dem ich mich befasst habe, war die Elektrodenfertigung, wo es eben genau darum ging, das giftige Lösungsmittel NMP dringend zu vermeiden und auch den fluorhaltigen Binder, der das Recycling extrem erschwert. Und stattdessen nachhaltigere Lösungsmittel zu verwenden. Das nachhaltigste oder sauberste Lösungsmittel, das wir kennen, ist natürlich Wasser. Und zudem natürlich vorkommende Biomaterialien als Binder einzusetzen, der die Elektroden zusammenhält. Im ersten Teil meiner Dissertation habe ich mich dann damit beschäftigt, ein nachhaltiges Elektrodenmaterial, nämlich Lithium-Nickel-Manganoxid, also Sie sehen, kein Kobalt, zu entwickeln. Und das klingt auf den ersten Blick oder auf den ersten Eindruck natürlich eine super Lösung, aber es gibt da große Probleme, was die Zyklenfestigkeit, also wie oft man das Material verwenden kann in der Batterie, angeht, besonders eben wegen der Zersetzung des Elektrolyten bei sehr hohen Spannungen in der Zelle. Und ich konnte in meiner Dissertation zeigen, dass man diesem Problem entscheidend entgegenwirken kann, indem man ein rationales Materialdesign für die Partikel anwendet und zudem noch eine schützende Beschichtung auf dem Material aufbringt, um es eben gegen die Nebenreaktionen mit dem Elektrolyten zu stabilisieren. Aber der 2. Teil, der mindestens genauso wichtig oder für mich vielleicht sogar der wichtigere ist, ist eben diese wasserbasierte Elektrodenfertigung. Das macht den ganzen Prozess nicht nur entscheidend günstiger und nachhaltiger, sondern ermöglicht nachher auch das einfache Recycling der Zellen, weil die Zelle im Prinzip mit Wasser wieder aufgelöst werden kann. Auf den ersten Eindruck klingt es natürlich nach einem ganz einfachen Ansatz, aber das große Problem dabei ist, dass die Kathodenmaterialien zuhauf sehr empfindlich gegen das Wasser sind. Deswegen habe ich während meiner Promotionszeit 2 komplementäre Strategien entwickelt, mit denen man dem Problem entgegenwirken kann. Das erste ist das Hinzufügen von Phosphorsäure, was den pH der Elektrodenslurry leicht absenkt und dadurch verhindert, dass der Stromsammler, also die Aluminiumfolie, auf der die Elektrode beschichtet ist,
korrodiert. Außerdem bildet das Phosphat eine ganz interessante Funktion in der Batterie, weil es eine schützende Schicht auf dem Aktivmaterial ausbildet und zudem auch noch auf dem Stromsammler und somit zur Verbesserung der coulombischen Effizienz beiträgt. Das heißt, die Energie, die wir speichern, kommt zu einem höheren Grad auch wieder zurück. Der zweite komplementäre Ansatz war das Vernetzen des biopolymerbasierten Binders mit ganz einfachen Molekülen wie zum Beispiel Zitronensäure. Dadurch ist es gelungen, die wässrig oder die wasserbasierten Binder deutlich zu verbessern und so die Zyklenfestigkeit und damit die Lebensdauer der Batterie deutlich zu verlängern. Besonders spannend ist, dass man beide diese relativ einfachen Methoden oder Ansätze ohne weiteres in den bestehenden Prozess für die Elektrodenfertigung einbinden kann, sodass es auch in dem Zusammenhang zu einer Patentanmeldung und hoffentlich bald einer größeren technischen Realisierung von diesem Verfahren kommen kann. Auch in Zukunft möchte ich mich weiter mit der Nachhaltigkeit von Lithium-Ionen-Batterien beschäftigen. Und zwar werde ich nächste Woche einen Forschungsantrag für eine Nachwuchsgruppe einleiten, in der ich hoffentlich in den nächsten 5 Jahren am direkten Recycling von Lithium-Ionen-Batteriematerialien forschen kann. Das steht, wie eben schon angedeutet, in engem Zusammenhang mit meinen bisherigen Arbeiten, weil der wasserbasierte Binder das Recycling eben deutlich erleichtern wird und es dann möglich ist, das Aktivmaterial als solches direkt zurückzubekommen und es nur ein bisschen aufzubereiten, anstatt wie bisher die ganzen Zellen einfach zu verbrennen oder einzuschmelzen und nur ein paar wichtige oder die teuersten Elemente zurückzubekommen. Und in diesem Sinn nochmal vielen, vielen herzlichen Dank und ich freue mich wirklich riesig, heute hier sein zu dürfen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Künzel. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Manfred-Fuchs-Preis. Gestiftet durch Herrn Dr. Dr. H.C. Manfred Fuchs, und zwar für besonders qualifizierte Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher aus den Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften oder von Leitern von Nachwuchsgruppen in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, und zwar an solche Forscher, die sich auf eine Professur vorbereiten. Ein kleiner Nebensatz noch in der Ausschreibung: Es möge die Brücke zwischen den Wissenschaftskulturen geschlagen werden. Dieser Preis wird dieses Jahr geteilt, auf 2 Preisträger verteilt. Eine Preisträger, Herr Dr. Malang, gleich vorgestellt. Und ich stelle Ihnen die Preisträgerin vor, Frau Dr. Kira Rehfeld. Frau Rehfeld hat in Heidelberg Physik studiert und ihre Promotion für ihre Doktorarbeit war sie in Berlin an der Humboldt-Universität und hat dort eine Dissertation mit einem ganz tollen Titel verfasst, Embracing Nature's Inhomogeneity und so weiter. Da kommt noch ein bisschen was hinterher, aber ich finde einfach diesen Anfang von ihrer Titel, ihrer Arbeit ausgesprochen ansprechend. Sie selber bezeichnen sich als angewandte theoretische Physikerin und Klimawissenschaftlerin. Ja, auf was haben Sie gearbeitet oder auf was arbeiten Sie? Was ist Ihr Thema? Das Oberthema Ihrer Arbeiten ist die Klimavariabilität. Wie ändert sich das Klima? Und unter Klima, da haben wir vorhin drüber gesprochen, muss man deutlich eben die längerfristigen Änderungen verstehen und nicht von Wetteränderungen reden. Die Klimavariabilität, und da haben die heutigen Klimamodelle ein großes Problem noch. Die können die Klimavariabilität, wie sich also das Klima über längere Zeiträume, 1000 Jahre vielleicht oder länger, verändert, nur schwer vorhersagen. Und genau da setzt ihre Arbeit an. Und zwar nicht, indem sie solche Simulationen durchführen, doch auch, ja, sondern vor allen Dingen, indem sie die Natur befragen und Messungen machen und auswerten, was man in der Natur für Informationen finden kann zu diesem Thema. Sie stellen also wichtige Datensätze zur Verfügung, an denen solche Klimamodelle dann getestet werden können. Sie haben hervorragend publiziert, in Nature unter anderem
Und ich freue mich sehr über Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, Professor Kind, für die einführenden Worte und vielen Dank auch an die Mitglieder der Akademie, die Kollegen, die mich nominiert haben und nicht zuletzt an Herrn Manfred Fuchs, der den Preis gestiftet hat. Ich freue mich sehr und ich fühle mich sehr geehrt. Ja, mich treibt seit einigen Jahren diese grundlegende Frage um, wie sich die Klimastabilität verändert mit Erwärmung oder mit Abkühlung der gesamten Erde. Und das begann als Postdoktorandin am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Potsdam und hat mich dann aber auch weiter begleitet oder getrieben vielleicht auch an den British Antarctic Survey in Cambridge in England und hat es mir auch, diese Frage hat mich auch motiviert, die M-Minuten-Nachwuchsgruppe zu beantragen und auch zu bekommen, mit der ich jetzt an der Universität Heidelberg am Institut für Umweltphysik angesiedelt bin. Also ist eine wärmere Welt gleichzeitig eine, in der Wetter und Klima größere Schwankungen machen? Und ist im Gegenzug aber dann vielleicht eine mittelkältere Erde von weniger oder mehr Klimavariabilität geprägt? Also diese grundlegende Frage, die hat mich sehr motiviert. Und der bin ich mit meinen Co-Autoren in dieser, unter anderem in der 2018 erschienenen Studie nachgegangen, die hier ausgezeichnet wird. Und sie prägt, diese Frage prägt bis heute und wahrscheinlich auch noch weit in die Zukunft meine Forschungsarbeit. Also begeben wir uns zunächst auf eine kleine Zeitreise. Jetzt ist es nicht mehr so warm, da ist es nicht mehr ganz so eindrucksvoll, aber als ich das vorbereitet habe, haben wir alle geschwitzt und da ja, fand ich die Vorstellung ganz toll, eben erstmal zu beginnen auf dem Höhepunkt der letzten Kaltzeit vor 27.000 bis 19.000 Jahren vor heute. Wir hatten große Eispanzer auf Nordamerika, Europa und Skandinavien. Vor etwa 16.000 Jahren hat dann das Abschmelzen begonnen. Nach zwei größeren Umschwüngen begann mit dem Beginn der holozänen Warmphase vor etwa 10.000 Jahren ein stabiles Klima. Interpretiert man also solche Daten, die man bis in den 90er Jahren etabliert hatte, der bekannten grönländischen Eisbohrkerne, dann scheint es im Laufe der Kaltzeit, also als wir große Eispanzer hatten und auf ihrem Höhepunkt viele und große Temperaturschwankungen gegeben zu haben. Im Holozän, also seit etwa 10.000 Jahren, in der Warmphase hingegen, scheint sich das Klima vollkommen eingependelt zu haben. Also eine große Stabilität vorzuherrschen. Aber stimmt das wirklich? Und wie weit kann man das überhaupt generalisieren? Um also von diesen weitgehend visuellen oder nur auf Grönland gestützten Eindrücken zu quantitativen Aussagen zu kommen, haben wir gesammelt, Daten zusammengesammelt. Wir sind nicht Gott sei Dank für alles selber im Labor gestanden. Wir haben publizierte Daten verwendet von Meeressedimenten, Eisbohrkernen, Seesedimente, alte Baumfossilien, alles an denen validierte Indikatoren für Temperaturänderungen gemessen werden konnten. Und wir haben lange mit viel Statistik gearbeitet, um auch zu überprüfen, wie sicher uns wir bei all dem sein konnten. Wir haben dann zeigen können, dass die Temperaturvariabilität auf den langen Zeitskalen von 500 bis 1750 Jahren, also auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber das war der Zeitraum, für den wir dann die quantitativen Analysen hauptsächlich überprüft haben, in Archiven aus der ganzen Welt in der Warmphase sich auf ein Viertel reduziert haben. Also das heißt, die weltweiten Daten haben bestätigt, dass lokale Temperaturänderungen in der Kaltzeit viermal so hoch waren wie in unserer heutigen Warmzeit. Also in der Tat, die Kaltzeit hat eine höhere Temperaturvariabilität auf langen Zeitskalen. Würde man jetzt die Daten aus dem grönländischen Eis alleine berücksichtigen, also worauf der visuelle Eindruck vorher beruhte, dann käme man auf eine 75-fache Reduktion. Also ein völliges Verschwinden von Temperaturvariabilität. Und das ist unrealistisch,
Das deutet auf die Einflüsse von lokalen Prozessen auch auf das Isotopenthermometer, was angewandt wurde, hin. Der globale Datensatz hat es uns aber auch ermöglicht, zu zeigen, dass die Temperaturvariabilität genau da besonders abgenommen hat, wo der Gradient zu den Polen hin besonders stark abgenommen hat. Und das ist zukunftsrelevant, weil wir seit etwa 150 Jahren die menschengemachten Treibhausemissionen exponentiell erhöht haben. Und durch die weniger effiziente Strahlungskühlung nimmt der Energiegehalt im Erdsystem zu, die Erde erwärmt sich und das tut sie insbesondere an den Polen. Das heißt, der Temperaturgradient, den wir beobachten und den wir derzeit mit unserem Verhalten beeinflussen, der wird abnehmen. Das heißt, da robuste Mechanismen diesen Temperaturgradienten auf verschiedensten Zeitskalen ins Verhältnis setzen zur Temperaturvariabilität, deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass die langfristigen Schwankungen im Erdsystem abnehmen sollten in der erwärmenden Welt, weil die Schwankungsstärke vor Ort mit dem Temperaturunterschied zu den Polen hin zusammenhängt. Wir sind aber noch nicht in der Lage dazu, abschätzen zu können, ob dieser Zusammenhang zwischen Temperaturvariabilität und Erdmitteltemperatur auch auf kürzeren Zeitskalen besteht. Also ob die gleichen Prinzipien oder ähnliche Prinzipien für langsame wie schnelle Klima- und Wetterschwankungen zugrunde liegen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die vorhandenen Simulationen durch Klimamodelle deutlich weniger Schwankungen als die Klimaarchive anzeigen, wenn man die gleichen Zeitskalen betrachtet. Jetzt kann man sagen, der Vergleich ist bislang unfair. Also die Modellsimulationen sind zu kurz, um gleiche Zeitskalen oft zu vergleichen. Und die bisherigen Klimamodelle, auf die wir uns stützen, die im Sachstandsbericht des Weltklimarats herangezogen werden, bilden die Interaktionen zwischen Atmosphäre, Ozean, Landoberfläche ab. Aber es fehlen Rückkopplungseffekte auf langen Zeitskalen, zum Beispiel zu den großen Eisschilden. Und wir arbeiten an solchen Modellen im Rahmen der Deutschen Klimamodellierungsoffensive, Initiative. Ich bin zuversichtlich, dass wir in wenigen Jahren verlässlichere Antworten bekommen können, wie langfristige Schwankungen im Klimasystem sich ändern. Was mich weiter motiviert und prägt, ist auch die Suche nach diesen räumzeitlichen Skalen, also die Verhältnisse zwischen räumlichen Änderungen und zeitlichen Änderungen zwischen den kurzen und den langen Zeitskalen. Und wir suchen insbesondere nach Skalierungsgesetzen, die uns das Temperaturspektrum beschreiben, um dann zum Beispiel über statistische Vorhersagen von Extremereignissen zur Berechnung von Klimarisiken zu kommen. Also zusammengefasst würde ich sagen, der anthropogen verursachte Klimawandel ist klar zu sehen in unseren Archiven. Auch im Vergleich zur natürlichen Variabilität sticht er eindeutig heraus. Es gibt fundierte Gründe, also zu handeln und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Gleichzeitig gilt es aber auch, die Dynamik des Gesamtsystems Erde, insbesondere auf Zeitskalen von Dekaden bis Tausenden von Jahren, besser zu verstehen. Und ich freue mich darauf, dass ich an dieser Schnittstelle noch viele Jahre forschen kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr, sehr viele Mitglieder der Akademie sehr interessiert zugehört. Wir haben nämlich auch eine AG Klimakrise. Ich könnte mir vorstellen, Sie kriegen bald eine Einladung von denen, da nochmal eben extra vorzutragen. Aber der Manfred-Fuchs-Preis geht dieses Jahr, Entschuldigung, von lauter Begeisterung, der Manfred-Fuchs-Preis geht dieses Jahr auch nach Konstanz und wird morgen verliehen an Dr. Thomas Marlang. Herr Marlang ist als Staat. Es geht also um die nationalen Parlamente als internationale Akteure. Herr Marlang, Sie haben das Wort. Wir sind sehr neugierig auf Ihre Präsentation. Vielen Dank für die Einführung, Frau Sekretär, sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Herr Fuchs, liebe virtuelle
Festversammlung und auch liebe Anwesenden. Vielen Dank für den wundervollen Preis und vor allem auch vielen Dank für diese Veranstaltung, die so vielen jungen Wissenschaftlerinnen ein Publikum und ein Podium bietet. Und weil meine Arbeit wahrscheinlich unter einer Vielzahl von wirklich herausragenden Arbeiten ausgewählt wurde, sehe ich diese Auszeichnung weniger als individuellen Preis, sondern vielmehr auch als Auszeichnung einer ganzen Wissenschaftsrichtung, die von mir nun hier in den nächsten 7 Minuten repräsentiert wird und sich bestenfalls bewähren sollte. Ich werde Ihnen dazu 3 Grundüberlegungen der Forschungsrichtung Parlamente in der internationalen Politik herauspräparieren und meinen eigenen Beitrag sporadisch einordnen. Erster Punkt, theoriegeleitete Problemperzeption. Parlamente, wie erwähnt, haben erstmal gar nicht viel mit internationaler Politik zu tun. Das machen die Regierungen. Zwar stehen Exekutive und Legislative immer in einem Spannungsverhältnis um Macht, formal, aber Politik jenseits des Nationalstaats, früher meist Außen- und Sicherheitspolitik genannt, ist das Politikfeld, in dem die Regierung am meisten autonome Macht gegenüber dem Parlament besitzt. Diese Autonomie liegt darin begründet, dass für die großen außenpolitischen Themen meist so etwas wie eine Staatsräson angenommen wird. Regierungshandeln erscheint deshalb alternativlos und Wählerinnen interessieren sich quasi nicht für Außenpolitik, so die klassische Annahme. Eine Innenpolitik der Außenpolitik sollten wir deshalb nur selten vorfinden und in der Tat können wir in der Geschichte der Bundesrepublik eventuell nur Willy Brandts Ostpolitik und Gerhard Schröders Nein zum Irak-Einsatz als wirklich wahlentscheidende außenpolitische Themen benennen. Während der Nationalstaat mit seiner Gewaltenteilung und der speziellen Rolle der Außenpolitik stabil bleibt, änderte sich nun jetzt aber die internationale Welt. Und es hat eine Weile gedauert, und das meine ich mit theoriegeleiteter Perzeption, um die Probleme in der tektonischen Machtverschiebung zwischen Regierungen und Parlamenten als Effekt einer fortschreitenden Internationalisierung und Globalisierung, auch Europäisierung seit Ende des Kalten Krieges zu greifen. Und hier setzt meine Arbeit an. Immer mehr Entscheidungen wurden zwischen Regierungen oft multilateral in internationalen Organisationen zu immer mehr Politikfeldern von Klima bis Handel getroffen. Die Parlamente hatten dadurch immer weniger die Chance, gestalterisch mitzuwirken, den Wählerinnen und Wählern Alternativen zu präsentieren und Regierungshandel zu kontrollieren. Sie wurden graduell entmachtet. Da sie aber das Rückgrat der demokratischen Politik sind, folgte auf diese These der Deparlamentarisierung schnell auch die wissenschaftliche Diagnose des demokratischen Defizits. Spätestens, jetzt sind wir in der Jetztzeit, seit dem Scheitern von TTIP oder aufflammendem Rechtspopulismus, erscheint außenpolitisches Entscheiden nicht mehr unumstritten und alternativlos. Dass die Parlamente als Entwurf einer repräsentativen Demokratie eventuell der bessere Weg für demokratische Außenpolitik sind, als binäre direktdemokratische Entscheidungen zu komplexen internationalen Themen, haben wir vielleicht seit dem Brexit auch selbst wahrgenommen. Die Ausgangsüberlegung und dieses Spannungsverhältnis bringt mich zum zweiten Punkt meiner Forschung, Theorie und Messung. Hier setzt meine Arbeit nun bei der Frage ein, was machen diese Parlamente und Parlamentarierinnen überhaupt, um diesem Trend der Deparlamentarisierung entgegenzuwirken. Und die Innovation meiner Arbeit ist eventuell der Perspektivwechsel weg von der internationalen Welt, der internationalen Beziehungen hin zu einer Mikroperspektive, die auf Handlungsanreize einzelner Abgeordneter und Parlamente fokussiert. Die Abgeordneten sind hier ähnlich den Forscherinnen meiner Karrierestufe. Sie sind im Gegensatz zu den auf Lebzeiten verbeamteten Diplomaten nur auf einen kurzen Zeitraum befristet angestellt und müssen sich hauptsächlich um ihre Wiederwahl sorgen. Warum sollten sie überhaupt international aktiv sein? Das ist die Leitfrage. Und aktiv sind sie. Das ist mein zweiter Beitrag, die systematische Messung dieser Aktivität von verschiedensten Formen in internationalen Organisationen über bilaterale Vernetzung weltweit bis hin zu mehr institutionalisierteren Instrumenten in der EU. Wir sehen, da passiert viel. Das verbindende theoretische Argument meiner Forschung ist, den Parlamenten eine Kontrollfunktion der Regierung zuzuschreiben, die zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien variieren sollte. Und hier mit der Idee ist es mir oder uns gelungen, Varianz in der internationalen Aktivität erstmal sinnvoll zu beschreiben, wer macht was.
Die dritte quasi Dimension meiner Arbeit ist vielleicht die innovative Analysemethoden, um die Komplexität der empirischen Realität angemessen zu analysieren, reicht es tatsächlich nicht nur ein klares theoretisches Argument zu haben, sondern vielmehr braucht es fortgeschrittene Analysemethoden. Denn Parlamente sind an sich schon kompliziert. Wir haben eben diese Ebene Abgeordnete, dann Fraktion, dann diese Regierungs-Oppositions-Divide, dann haben wir ganze Kammern, die sich weltweit vernetzen. Und um diese globalen Interdependenzen und Logiken der Aktivität gegenseitiger Beeinflussung und Imitation aufzuspüren, braucht es wahrlich interdisziplinäre Forschung. Und hier war meine Leistung vielleicht einfach, dass ich es geschafft habe, mit Kolleginnen zu kooperieren, die sich mit kollektivem Verhalten, Netzwerken, komplexen Zusammenhängen und Systemen auskennen und willens waren, mit mir zu kooperieren. Und so haben wir viel dieser komplexen Tätigkeiten von Parlamenten erklärt. Mit dem erwähnten Einwerben der Eminöter-Gruppe für dieses Thema im letzten Jahr ist klar, dass meine Forschung hier nicht zu Ende ist, sondern die letzten Minuten waren nur ein kurzes Innehalten und vorläufiges Resümieren. Im Wettbewerb der Systeme scheint die liberale multilaterale Ordnung immer mehr unter Beschuss. Die Trennung zwischen Regierung und Parlament als Basis einer repräsentativen Demokratie muss hier analytisch hinterfragt werden, weil wir jüngst, und das ist eher mein Ausblick, zunehmende Aktivität von Parlamenten aus nicht-demokratischen Regimen beobachten können. Delegationen aus, jetzt nur Beispiele, Iran, Kuba oder Aserbaidschan zeigen ein stärkeres Interesse direkter internationaler Vernetzung. Und hier beginnen wir gerade erst, die Anreize zu verstehen und das Verhältnis von Exekutive und Legislative auch für Nichtdemokratien zu denken und in diesen Kontext einzupassen. Den neuen Herausforderungen einer globalen Welt werden sich deshalb die demokratischen Systeme nicht zuletzt durch ein Überdenken der Rolle von Parlamenten in der internationalen Politik stellen müssen. Jenseits diesem allgemeinen Ausblick, wenn Sie wirklich gesicherte Erkenntnisse der Parlamentsforschung noch von mir erwarten, trotz aller Machtkonkurrenz ist in jedem Parlament klar, wenn der Präsident reden will, sollte man besser selbst auf- und zuhören. Und darum mache ich Schluss und ergebe wieder an Herrn Scheidmöller. Danke. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich jetzt das Ganze in Form von Komplexitätsreduktion zu charakterisieren hätte, würde ich sagen, großartig. Das muss man einfach sagen. Wir haben wieder einmal gelernt, dass 70 Minuten noch besser manchmal sein können als 4 Stunden, auch wenn Sie sicherlich alle Ihre Forschung komplexitätsreduziert eben vorgestellt haben, aber doch sehr lebendig. Ich möchte mir 2 persönliche Worte hier gestatten am Ende dieses wunderbaren Durchgangs. Ich denke, es ist uns allen deutlich geworden, wie die Wissenschaftlerinnen und die Wissenschaftler dieser Generation, wir haben in der Akademie uns abgewöhnt, von Nachwuchs zu sprechen, wie diese Gruppe tatsächlich Teil der Öffentlichkeit und Gesellschaft geworden sind. Mir scheint das ganz wichtig zu sein, weil man immer wieder fordert, dass Wissenschaft mit der Gesellschaft kommunizieren muss. Und das ist eine falsche Forderung, denn Wissenschaft ist Teil der Gesellschaft. Ich denke, die Verantwortung, die diese Kolleginnen und Kollegen hier vorgetragen haben, für unsere Welt, für Vergangenheit und Zukunft in dieser wichtigen Verknüpfung ist sehr, sehr deutlich geworden. Man hat auch in dieser Akademie immer wieder diskutiert, ob es vernünftig ist, Grundlagenforschung und angewandte Forschung miteinander zusammenzubringen. Aber diese Stunde hat uns gezeigt, dass Grundlagenforschung auch Anwendungscharakter hat. Und ich denke, auch diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die in sehr, sehr vergangenen Zeiten arbeiten, sind sich dessen sehr bewusst. Und das Zweite, was ich gerne als Gedanken hier an den Schluss stellen möchte, ist, dass wir wieder einmal gesehen haben, wie sehr dieser Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg sich durch Vielfalt herausragender Landesuniversitäten auszeichnet. Dieses Land hat gute Erfahrungen gemacht. Ich als Heidelberger war Teil
in gewisser Weise mit der Kompetition seiner Universitäten, die man gerne mal gegeneinander laufen lässt, zum Beispiel in der Exzellenzinitiative oder in der Exzellenzstrategie, weil natürlich Kompetition auch Wettbewerb und von daher auch Leistung fördert. Aber man muss sich auch in diesem Land deutlich machen, und da bin ich den Menschen, die uns mit ihren Steuern diese Arbeit überhaupt ermöglichen, wie wichtig es ist, diesen Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg richtig gut zu positionieren. Die Akademie versucht das. Wir haben das große Glück, dass wir Mitglieder aller Landesuniversitäten haben. Wir sind vielleicht nicht völlig in der großen Breite bei diesen 6 Preisen unterwegs. Es geht schon nicht, weil wir 9 Landesuniversitäten haben bei 6 Preisen. Aber Sie dürfen versichert sein, dass es da praktisch kein Gefälle gibt in der langen Dauer. Und von daher möchte ich mich nochmal stark machen für diesen Gedanken, weil wir als Landesakademie des Landes Baden-Württemberg uns auch bemühen, diese Idee Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg in einem kleinen Rahmen hier wenigstens zu realisieren. Sehr, sehr herzlichen Dank. Morgen werden die Preise offiziell verliehen in Form von Urkunden und sonstigen Anerkennungen in der alten Aula der Universität Heidelberg. Ich würde mich freuen, wenn Sie hier im Saal und auch an den Bildschirmen dann dabei sein dürfen. Ich selbst habe diesen Nachmittag sehr genossen, denn es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn Gesichter nicht nur zu Kacheln werden und dadurch von der 3 in die 2-Dimensionalität wechseln. Hier konnten wir die 3-Dimensionalität sehen und wir freuen uns darauf, dass das bald wieder in breiterem Maße möglich ist. Ich glaube auch, dass die Vertreter der Preisstifter oder Preisstifter selbst hoffentlich mit dem Gefühl jetzt hier rausgehen, das ist richtig gute Wissenschaft. Hier lohnt der Einsatz, auch das Vertrauen, das man ja durch Geldsummen ermöglicht und dann auch sich materialisieren lässt. Und ich habe, wenn ich das als ein Schlussbeispiel noch sagen darf, im Smalltalk vorhin gehört, wie eine Preisträgerin jetzt gerade auf dem Karrieresprung von einer Landesuniversität zur anderen Landesuniversität ist. Aber wir wissen natürlich, dass Baden-Württemberg global vernetzt ist. Und das haben ja auch diese Vorträge in ganz besonderer Weise und Breite uns demonstriert. Ganz herzlichen Dank an alle, die das ermöglicht haben, durch ihr Vertrauen als Stifter, durch ihre Organisationen. Vor allen Dingen herzlichen Dank an Sie für die Präsentationen Ihrer Arbeiten und viel Freude mit Ihrem Zukunftsoptimismus, den Sie uns hier so deutlich und eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Dankeschön, und ich beende diese Sitzung für heute. Applaus